In diesem Video möchte ich euch zeigen, dass Kontrollzonenflüge tatsächlich gar nicht so kompliziert sind, wie man denkt. Und dass selbst an großen Flughäfen wie Düsseldorf die Durchflüge überhaupt nicht kompliziert gestaltet sind. Was beim Sprechfunk dabei zu achten ist und wie so ein ganzes Verfahren ausschaut, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Viel Spaß! Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns gerade südlich des Flugplatzes Düsseldorf und möchten heute einfach mal durch die Kontrollzone fliegen. Dadurch, dass wir uns südlich des Flugplatzes befinden, möchten wir nach Norden fliegen und hierfür schauen wir uns einfach mal die Sichtflugkarte an. Es bietet sich für uns an, durch die Einflugstrecke Sierra in die Kontrollzone einzufliegen und über die Ausflugstrecke November dann wieder auszuflügen, also ein typisches Crossing von Süd nach Nord. Ebenfalls auf der Karte finden wir die Hinweise, dass wir Düsseldorf Turm rufen müssen auf der Frequenz 118,3 und auch die Aerodrome Elevation, also die Platzhöhe, ist ebenfalls auf dieser Karte verzeichnet und ein guter Indikator, um herauszufinden, wie hoch wir uns eigentlich über dem Platz befinden. Ein weiterer wichtiger Hinweis, den wir auf den Karten finden, ist die maximale An- und Abflughöhe für die Strecken. Diese beträgt 2500 Fuß, die wir unbedingt zu beachten haben, da sich darüber der Luftraum Charlie befindet, wo wir eine Freigabe von Langradar benötigen würden. Also, wir befinden uns nun 5 Minuten südlich von Sierra, wir drehen die Towerfrequenz ein und möchten dann dementsprechend bei Düsseldorf Turm rufen. Düsseldorf Turm, Delta Echo India Bravo Foxtrot. Delta Echo India Bravo Foxtrot, Düsseldorf Turm. Delta Echo India Bravo Foxtrot, Cessna 152 VFR, 5 nautische Meilen südlich Sierra, erbitte Durchflug durch die Kontrollzone über Sierra nach November. Delta Bravo Foxtrot, QNH 1013, Betriebspiste 23 links. Delta Bravo Foxtrot, QNH 1013, Betriebspiste 23 links. Nach dem Aufbauen der Sprechfunkverbindung mit Düsseldorf Turm, Delta Echo India Bravo Foxtrot, Delta Echo India Bravo Foxtrot, Düsseldorf Turm, haben wir unsere Intentionen genannt. Dazu gehörte neben der Ein- und Ausflugstrecke, was wir eigentlich vorhaben, auch der Luftfahrzeugtyp, unsere aktuelle Position und dass wir VFR unterwegs sind. Die Antwort des Lotsen war nur die Betriebsrichtung und das QNH, diese hatte uns nämlich mindestens einmal zu nennen. Und dadurch, dass wir noch keine Einflugstrecke erhalten haben, dürfen wir weiterhin noch nicht in die Kontrollzone einfliegen. Weiterer wichtiger Hinweis ist, dass ein Einruf mindestens 5 Minuten vor dem Pflichtmeldepunkt geschehen muss, der sich bei Sierra befindet. Wir warten nun also ab, bis der Tower-Lotse uns die Freigabe gibt. Delta Bravo Foxtrot, fliegen Sie in die Kontrollzone über Sierra. Delta Bravo Foxtrot, fliege in die Kontrollzone über Sierra. Soeben haben wir die Freigabe vom Turmlotsen bekommen, nun in die Kontrollzone einzufliegen. Heißt für uns, wir sind nun freigegeben, über die Einflugstrecke Sierra bis zum Flugplatz zu fliegen, aber ganz wichtig, das Ende der Einflugstrecke Sierra ist nun unsere Freigabegrenze. Wir dürfen nicht weiterfliegen. Wenn wir uns die Karte genauer anschauen, haben wir südlich des Flugplatzes ein kleines Warteverfahren und das ist auch das Ende der Einflugstrecke. Erhalten wir bis dahin keine weitere Freigabe, müssen wir in dieses Warteverfahren einfliegen und auf weitere Anweisungen warten. Ebenfalls wichtig ist nun an diesem Punkt, dass wir über den Punkt Sierra einfliegen, was ein sogenannter Pflichtmeldepunkt ist. Das erkennen wir daran, dass es sich um ein ausgemaltes Dreieck handelt und wir müssen an dieser Stelle, sobald wir diesen Punkt überfliegen, unaufgefordert unsere Position melden. Zu der Positionsmeldung gehört neben der lateralen Position, also dass wir uns über dem Punkt Sierra befinden, ebenfalls auch die Flughöhe, die wir an diesem Punkt haben. Wichtig ist es natürlich auch, während der Fliegerei jederzeit ahead zu sein, also vor dem Flugzeug zu sein. Deswegen schauen wir uns jetzt auch genauer die Strecke Sierra an. Wie erkennen wir überhaupt diesen Einflugpunkt Sierra? Denn Sichtnavigation beruht natürlich darauf, dass wir auch die Punkte visuell erkennen können. Natürlich ist es heutzutage per GPS
immer einfacher, einfach nach dem GPS und der Magenta-Linie hinterher zu fliegen. Es ist aber genauso gut möglich, nach Sicht zu fliegen, und das müsst ihr auch während eurer Ausbildung beweisen. Und ich würde euch empfehlen, jederzeit, wenn ihr auch schon euren Schein habt, immer mal wieder nach Sicht zu fliegen, um das Ganze zu trainieren. Wir befinden uns nun also südlich des Flugplatzes, habe ich gesagt, und hier rechts sehen wir soeben schön den Rhein. Wir sehen, dass der Rhein eine Kurve nach rechts und dann links macht, und die können wir auch ebenfalls hier erkennen, wo wir hier entlang fliegen. Der Punkt Sierra zeigt sich nun also daran, dass wir da rechts den Rhein haben, also wir fliegen links am Rhein entlang, und direkt am Rhein haben wir einen kleinen See, der ziemlich dreieckig aussieht, auch so ein bisschen wie das Tesla-Logo, und links daran müsste eine Autobahn entlang führen. Wir versuchen also diesen Punkt zu identifizieren und wissen dann, dass wir uns über dem Pflichtmeldepunkt Sierra befinden und auf der geplanten Strecke sind. Während wir Zeit haben und uns nun Richtung Sierra bewegen, können wir uns auch ebenfalls die Einflugstrecke Sierra anschauen. Wir fliegen erstmal einen ganz bestimmten Kurs, nämlich 335, und drehen dann rechts ein auf Steuerkurs 030 zum Flugplatz, sobald wir den Rhein überflogen haben und uns über der Düsseldorfer Innenstadt mehr oder weniger befinden. Wir sehen jetzt ganz schön, hier macht der Rhein eine Rechtskurve und da ist dieser dreieckige See. Wir haben also nun unseren Pflichtmeldepunkt Sierra identifiziert und können ihn gleich melden, sobald wir uns über ihm befinden. Nochmal zur Wiederholung. Die Positionsmeldung beinhaltet neben der Position auch die aktuelle Flughöhe. Delta Echo India Bravo Foxtrot, Position Sierra 2000 Fuß. Delta Echo India Bravo Foxtrot verstanden. Wie wir uns erinnern, haben wir bereits die Einflugfreigabe in die Kontrollzone bekommen und können nun auf die Einflugstrecke Sierra eindrehen. Wir drehen also nun rechts auf Steuerkurs 335 und folgen nun der Kurslinie und warten dann, bis wir wieder den Rhein überfliegen, um unsere Rechtskurve über der Innenstadt einzuleiten. Es ist wichtig, immer seine Position dabei zu bestätigen. Wir suchen also weiterhin Indikatoren auf der Strecke, um zu bestätigen, dass wir uns auch genau auf der richtigen Strecke befinden. Schöne Indikatoren, um eine Einflugstrecke zu bestätigen, sind natürlich neben Flüssen auch Autobahnen, Windräder als auch Zugstrecken. Hier haben wir zum Beispiel auf der Einflugstrecke Sierra rechts von uns eine Autobahnbrücke, die den Rhein überquert, und auch diese können wir bereits identifizieren. Wir werden diese Autobahnbrücke rechts von uns liegen lassen und genauso passt es auch, wenn wir hier auf unserem Kurs bleiben. Wenn wir nun ein bisschen weiter vorausschauen, da wo die Rechtskurve auf der Einflugstrecke initiiert wird, sehen wir auch, dass dieser Bereich von dem Rhein umschlossen wird. Er wird also links an uns entlang fließen und macht dann fast eine 180-Grad-Kurve nach rechts und meandert dann wieder nach links herum. Dies können wir auch tatsächlich hier sehr schön erkennen. Wir haben hier diese starke Rechtskurve um 180 Grad und sie dreht dann links wieder stark herum, diesen kleinen Kessel. Und somit können wir weiterhin bestätigen, dass wir uns auf der richtigen Einflugstrecke befinden. An diesen Punkten gibt es tatsächlich gar nicht viel zu melden. Man kann einfach die Aussicht genießen und auch immer auf seine Flughöhe achten. Wir dürfen nicht über 2500 Fuß steigen und wir sind weiterhin in 2000 Fuß. Das ist eine optimale Höhe. Jetzt erreichen wir gleich hier diese Bahnlinie auf der Karte, wo die Rechtskurve eingeleitet werden muss. Dies werden wir dann dementsprechend auch tun. An diesem Punkt sollten wir nur noch zwei Dinge tun. Einerseits, wie die Ausflugstrecke November eigentlich ausschaut, ansehen. Und auf der anderen Seite, was müssen wir machen, wenn wir keine weitere Freigabe erhalten. Denn wie gesagt, wenn wir keine Freigabe erhalten haben, südlich des Flugplatzes, müssen wir in das Warteverfahren eingehen. Die Einflugstrecke oder die Ausflugstrecke November sieht relativ einfach aus mit einem Kurs von 355, der gehalten werden muss, die wir uns gleich genauer anschauen werden.
Delta Bravo Foxtrot, verlassen Sie Kontrollzone über November, überfliegen Sie den Flugplatz über der Schwelle Piste 23 links. Delta Bravo Foxtrot, verlasse Kontrollzone über November, überfliege den Flugplatz über der Schwelle Piste 23 links. Damit hat sich das Warteverfahren ergeben und wir haben nun auch die Ausflugfreigabe bekommen, um die Kontrollzone über die Ausflugstrecke November zu verlassen. Der Tower-Lotse hat uns dabei jedoch die Instruktion oder die Restriktion gegeben, dass wir den Flugplatz über die Schwelle 23 links überfliegen sollen. Die Schwelle 23 links bedeutet also die Landebahn auf einem magnetischen Kurs von ungefähr 230. Also in südwestliche Richtung verläuft diese Piste und die linke davon, also die südliche. Die Schwelle der Piste 23 links befindet sich also auf der rechten Seite der Piste und die haben wir dann auch zu überfliegen. Wir dürfen das nicht mit der Schwelle der Piste 05 rechts verwechseln, das ist ganz wichtig. Der Turmlotse schickt uns über die Schwelle der Piste 23 links, weil er dadurch weiterhin Flugzeuge sicher starten lassen kann. Schauen wir uns nun die Ausflugstrecke November an, sehen wir, dass diese tatsächlich sehr unspektakulär ist. Wir folgen einem Kurs von 355, überfliegen ein paar kleinere Seen und werden dann den Rhein wieder erreichen. Und über dem Rhein führt eine kleine Eisenbahnbrücke, nördlich davon eine weitere Autobahnbrücke. Und daran können wir erkennen, dass wir an der Ausflugstrecke bzw. an der Position von November sind. Dabei müssen wir jederzeit beachten, dass wir eine Flughöhe von maximal 2500 Fuß einhalten können. Obwohl euch der Tower-Lotse natürlich eine Freigabe gegeben hat, die sicher sein soll, möchte ich euch trotzdem dazu dringend raten, jederzeit den Anflugbereich der Pisten zu beobachten, ob sich eventuell ein Flugzeug auf dem Weg zur Piste verbindet. Denn auch Lotsen sind menschlich und Fehler können passieren und je mehr Augen auf die Dinge schauen, desto besser. Wir überfliegen nun also die Schwelle der Piste 23 links und können danach perfekt direkt auf Steuerkurs 355 eindrehen, um die Kontrollzone zu verlassen. Wenn wir nun nach unten schauen, können wir identifizieren, dass dort auch 23 links steht und damit haben wir die Piste dementsprechend identifiziert. Wie ihr also seht, es ist tatsächlich gar nicht unglaublich kompliziert, durch eine Kontrollzone zu fliegen. Und ob man jetzt durch eine Kontrollzone wie Düsseldorf fliegt oder auch anhand eines kleineren Flugplatzes wie Saarbrücken, das macht tatsächlich keinen großen Unterschied. Die Verfahren sind tatsächlich immer dieselben. Wenn wir uns nun also, wie vorhin schon bei der Einflugstrecke gesagt, auch immer darauf konzentrieren, visuelle Referenzpunkte zu finden, dass wir uns auch wirklich auf der richtigen Strecke befinden, sehen wir, dass wir rechts eine Eisenbahnlinie haben, die wirklich parallel zu unserer Ausflugstrecke verläuft und somit haben wir einen sehr schönen Indikator, um zu schauen, dass wir uns auf der richtigen Strecke befinden. Wir lassen also diese gerade Eisenbahnlinie immer rechts von uns und haben dadurch eine schöne Auffanglinie, falls wir uns nicht mehr auf dem richtigen Kurs befinden. An dieser Stelle möchte ich euch auch nochmal erwähnen, solche Dinge tatsächlich mit dem neuen Microsoft Flight Simulator zu simulieren bzw. auch einfach mal zu üben. Dies bringt euch die Souveränität, es A in der Realität sicher durchführen zu können, vor allem im Sprechfunk, wenn ihr das einfach für euch selbst übt. Und andererseits ist es natürlich auch ganz schön, dass man mittlerweile hier super nach Sicht fliegen kann. Man kann diese visuellen Punkte super gut erkennen und nicht nur bei solchen markanten Sachen wie dem Rhein und bestimmten Brücken, sondern auch tatsächlich Windräder etc. Also deswegen nutze ich dieses Tool tatsächlich ganz gerne, um einfach mal Strecken vorne abzufliegen und das Ganze einfach mal zu üben. Vor allem in der Winterzeit, wenn man schön current bleiben möchte. Wenn wir nun weiter nach Norden schauen, erkennen wir da bereits die ersten Brücken.
Ich habe jetzt nicht den allerbesten Computer, deswegen ist die Grafik jetzt natürlich auch nicht sehr gut, vor allem in der Weitsicht. Aber wir können bereits sehen, dass dies auch eine relativ gerade Linie ist, was auch dafür spricht, dass es sich anscheinend um eine Eisenbahnlinie handelt. Wir werden also nun den Pflichtmeldepunkt November erreichen. Wir sehen auch ganz schön, dass hinter dieser ersten Brücke auch die zweite Brücke ist, die wir schön an der Ausflugstrecke identifizieren können. Und damit können wir sehen und auch verifizieren, dass das unser Pflichtmeldepunkt November ist. Auch hier muss die Pflichtmeldung wieder so erfolgen, dass wir neben der lateralen Position auch unsere aktuelle Flughöhe melden. Wichtig an diesem Punkt ist auch, wenn uns der Turmlotse keine Freigabe zum Verlassen der Frequenz gibt, dürfen wir die Frequenz auch nicht selbstständig verlassen. Wir müssen uns tatsächlich bei ihm abmelden bzw. die Bestätigung bekommen, dass wir die Frequenz verlassen dürfen. Ein Beispiel, wo wir die Frequenz selbstständig verlassen können, ist zum Beispiel, wenn wir unsere Abstellposition erreichen. Die genauen Regeln findet ihr in der entsprechenden Sprechfunk-NFL. Wir melden uns also gleich beim Turmlotsen, dass wir die Position November erreicht haben. Delta Bravo Foxtrot, Position November, 2100 Fuß. Delta Bravo Foxtrot verstanden, verlassen der Frequenz genehmigt. Delta Bravo Foxtrot verlassen der Frequenz genehmigt. Und das war es auch schon. Ich wollte euch mit diesem Video zeigen, dass es tatsächlich kein Hexenwerk ist, durch eine Kontrollzone zu fliegen und dass man sowas auch wunderbar mit einem Flugsimulator üben kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Happy Landings!